Eine Veranstaltung der besonderen Art gab es in Bruck an der Leither. Ein Akkuschrauberrennen. Ja, Sie haben richtig gehört. Ein Rennen von Fahrzeugen aller Art, die nur von zwei Akkuschraubern angetrieben werden. Hier geht es vor allem um Originalität, Kreativität und Design. Elektrofahrzeuge waren angesagt, selbstgebautes mit zwei Akkuschraubern betrieben. Das Akkuschrauberrennen gibt es nun seit 5 Jahren. Die Begeisterung wird immer größer. Man hat sich fix im Veranstaltungskalender etabliert. Das soll auf der einen Seite das Thema Elektromobilität auf eine lustvolle, lustige Art und Weise ins Publikum bringen und natürlich auch der Connex, dass Elektromobilität ohne erneuerbare Energie nicht die Zukunft ist, aber mit sehr wohl. Und im Nebenprogramm, aber das ist eigentlich auch ein bisschen das Hauptprogramm, zeigen wir immer aktuelle Modelle aus der Welt der E-Mobilität. In den Boxenstraßen ging es heiß her. Die Fahrer wurden von Cheerleadern angefeuert. Die Mariko! Letzte technische Korrekturen wurden noch durchgeführt. Papa und Mama, also die Rennstallleiter, gaben Anweisungen. Viele konzentrieren sich darauf, dass sie schnell sind. Es gibt ja 2 Bewerbe. Es gibt den kreativen Bewerb und den Geschwindigkeitsbewerb. Einer geht eher in die Geschwindigkeit, andere sind extrem kreativ. Wir haben schon die tollsten Sachen da gehabt die letzten Jahre. Aufsehen erregte ein rasender Staubsauger, für den sich auch Bürgermeister Richard Hemmer besonders interessierte. Es ist lustig, wir haben einen alten Staubsauger gehabt, der war kaputt. Und den haben wir hinten drauf dann. Und jetzt kehren wir die Straßen zusammen. Ist das ein neues Gerät für die Gemeinde? Mit großer Wahrscheinlichkeit. Also wenn er das gut macht heute, dann hat er Chancen, am Montag bei uns im Bauhof in der Straßenreinigung zu beginnen. Schauen wir mal, ich wünsche ihm alles Gute. Glaubst du, dass du eine Chance hast? Ja, ich bin konkurrenzfähig, glaube ich. Wie wird denn das Fahrzeug gesteuert? Indem man hier vorne mit den Akkuschraubern lenkt. Und mit den Daumen gibt man da vorne Gas. Mit leisem Surren wurden die Akkuschrauber gestartet. Es galt, eine Strecke von 300 Meter zu bewältigen. Eine schwere Aufgabe für 2 Akkuschrauber. Manche Batterie gab schon vorzeitig ihren Geist auf. Der war leider beim zweiten Lauf auch schwach und beim ersten ganz schwach. Es war ein Rennen, bei dem alle Spaß hatten, nicht nur die Autofreaks. Jedes Jahr aufs Neue freut es mich sehr, dass wir den Brucker Hauptplatz nahezu voll bekommen. Und wir haben im Jahr 2011 das erste Rennen gemacht, jetzt sind wir schon in der 6. Auflage. Und was mich besonders begeistert ist, dass wir jedes Jahr frische Teams haben, die wieder aufs Neue ihre Fortbewegung auf dem Akkuschrauberrennen kreativ und lustig umsetzen. Und das Ganze ist in erster Linie ein Riesenspaß. Die Rennvorbereitungen begannen bereits im April, um den reibungslosen Ablauf zu garantieren. Für manchen Hobbykonstrukteur begannen die Vorbereitungen schon viel früher. Wir halten schon 3 Jahre den Rekord, den ersten Platz. Was ist denn das Geheimnis? Wir trainieren sehr, sehr viel und ja, ich kann es auch nicht genau sagen. Gefreut hat man sich auch über die Sponsoren, denn ohne sie gäbe es ein so originelles Rennen nicht. Es macht einen richtigen Spaß und eine Freude, bei so einem Event als Sponsor teilzunehmen, weil das ist wirklich sehr, sehr innovativ, sehr gut und da sind wir froh, dass wir dabei sind bei diesem Event. Die Akkuschrauber werden also noch viele Jahre in Bruck an der Leither surren.